Herzlich willkommen zusammen zum großen Schafvergleich. Ja, es gibt hier vier verschiedene Rassen Schafe und ich möchte die heute alle vergleichen. Welches Schaf wirft am meisten Wolle ab? Welches Schaf ist am meisten wert an Fleisch quasi, hat es produziert? Nach ein Jahr, zwei Jahren, all das werde ich heute testen und natürlich auch die Kosten gegenrechnen, was in der Zeit alles so gefressen wurde. Ja, wir haben hier auf der linken Seite vier verschiedene Rassen, alle im Alter von 0 Monaten, gegen auf der anderen Seite vier verschiedene Schafrassen, jeweils dieselbe Sorte direkt gegenüber, mit dem Alter von 12 Monaten. Das heißt, ich muss nur ein Jahr vorspulen und habe schon mal direkt zwei Jahre quasi getestet. Und wir schauen uns natürlich auch die Reproduktionsrate an. Futterunterschied kann ich bei den Schafen natürlich nicht testen. Die fressen alle nur Gras. Mehr kann man denen nicht füttern. Insgesamt habe ich von jeder Schafsorte 30 Stück. Warum 30 Stück? Ja, die Ställe haben 65 Platz. Und ich möchte natürlich auch genügend Platz für Reproduktion haben. Genau. Ich würde sagen, wir spulen einfach mal vor. Und ihr bekommt dann gleich die ganzen Übersichtsblätter vorgelegt, wo ich alles schön tabellarisch zusammengestellt habe. Ein Jahr ist vorbei. Die Schafe sind alle 12 Monate älter. Also die mit 0, 12 Monate und die anderen sind jetzt 20 Monate alt. Ich habe jetzt hier mal aufgelistet, was haben mich die Schafe jeweils gekostet. Für wie viel haben die Schafe gefressen? Multipliziert mit dem Graspreis, was ich bekommen würde, wenn ich das Gras direkt verkaufen würde. Kommen wir hier dann auf den Preis, wie viel das sie gefressen haben. Und das Ganze zusammengerechnet haben wir die Gesamtkosten, was mich diese Schafe jetzt in den letzten 12 Monaten gekostet haben. Was auffällt, nicht wie bei den Kühen, dass die Schafsorten untereinander, die Rassen untereinander irgendwie unterschiedlich viel fressen. Nein, die fressen alle gleich viel. Und sogar von den frisch geboren, zu denen, wo schon 8 Monate alt waren, ist der Unterschied nicht so riesig. Also das sind 800 Liter, in Euro ausgedrückt 35 Euro, was mich das aufs Jahr anders kostet. Verhältnis dazu, dass mich halt im Einkauf die Schafe, die ich jetzt hier habe, schon einfach mal 8.000 mehr kosten. Das ist ordentlich. Also der Einkaufspreis fällt hier mehr ins Gewicht wie der Futterpreis. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Und dann schauen wir uns an, wie viel habe ich eingenommen. Wodurch kann ich bei Schafen einnehmen? Ich kann einnehmen einmal, indem ich die Schafe selbst wieder verkaufe. Und ich kann Geld einnehmen, indem ich die Wolle der Schafe verkaufe. So. Was hier auffällt, ist klar, ja, die Schafe, die ich frisch geboren gekauft habe, die haben nicht so viel Wolle produziert wie die älteren. Aber was auch wieder auffällt ist, es gibt absolut keinen Rassenunterschied. Die produzieren alle dasselbe. Also es, bei den Schafen ist wurscht, welche Rasse ich kaufe. So sieht es zumindest aktuell aus. Ja, mit dem Wollepreis, den ich bekomme, am Markt im Durchschnitt über das ganze Jahr verteilt, habe ich dann einmal 3.200 fast und einmal 8.800 Einnahmen an Wolle. Ich kann mir Schafspreis alles zusammenrechnen und habe dann hier einen Gesamteinnahmepreis von 18.000 bzw. ein bisschen über 35.000 über das Jahr jetzt gesehen. Was man jetzt allerdings beachten muss, ist, dass die Schafe ja alle 8 Monate, oder alle 8 Monate, glaube ich, Nachwuchs bekommen, nachdem sie 8 Monate alt sind. Das heißt, innerhalb des ersten Jahres haben jetzt meine, die ich mit 8 Monaten gekauft habe, schon zweimal Nachwuchs bekommen. Die Jungtiere, die ich mit 0 Monaten gekauft hatte, die haben nur einmal Nachwuchs bekommen. Das, was der Nachwuchs gefressen hat und an Wolle abgeliefert hat, ist übrigens hier in den Grafiken auch schon alles komplett mit eingerechnet.
Und wenn wir uns jetzt hier den Wert der Schafe anschauen, also so im Schnitt, das ist ja eine Mischung quasi aus jetzt 12 Monate und 3-4 Monate alten, glaube ich. Im oberen Bereich und im unteren Bereich sind sogar 3 verschiedene. Das sehen wir, dass die, wo ich mit 8 Monaten gekauft habe, die sind jetzt so gesehen 12.000 Euro mehr wert, wie die, wo ich mit 0 Monaten gekauft habe. Und wenn wir uns überlegen, vorher beim Einkaufspreis waren es 8.000 Unterschied. Und jetzt ist der Unterschied gewachsen. Das heißt, die, wo ich mit 8 Monaten gekauft habe, die haben einen Wert mehr zugelegt. Das ist eine interessante Erkenntnis. Schauen wir uns die letzte Grafik an. Hier habe ich jetzt die ganzen Einnahmen und die Ausgaben gegenübergestellt, habe das miteinander verrechnet und wir kommen zu folgendem Ergebnis. Die, wo wir mit 8 Monaten gekauft haben, da haben wir jetzt über das Jahr aus jedem Stall 21.350 Euro Gewinn gemacht. Die, wo wir mit 0 Monaten gekauft haben, da haben wir nur 11.000 Gewinn gemacht. Und das sind ja auch schon die Ausgaben, was ich für die Schafe gezahlt habe, abgezogen. Das heißt, ein Fazit ist auf alle Fälle, Schafe mit 0 Monaten zu kaufen, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Weil wir einfach über ein Jahr gesehen hier viel, viel, viel mehr Gewinn machen. Und zwar ist es fast das Doppelte. Es liegt einfach daran, dass die Schafe schon in so jungem Alter geschlechtsreif sind und Nachwuchs bekommen und das dann auch noch so häufig. Also die haben ja jetzt 2-mal innerhalb von einem Jahr Nachwuchs bekommen. Und der Nachwuchs, den ich jetzt direkt verkaufen könnte, den ich quasi gratis bekommen habe, der hat einfach so einen großen positiven Anteil, dass Schafe mit 0 Monaten kaufen sich absolut nicht lohnt. Also die müssten einfach noch viel, viel günstiger sein. Ich muss auch sagen, wenn man es mit Kühe vergleicht, die Preisspanne ist nicht so krass. Also Kühe frisch geboren zu kaufen und mit 12 Monaten zu kaufen, das sind ja schon Faktor 8 oder 10, was da dazwischen ist. Hierbei die Schafe ist es ja nur Faktor 2, 2,5, was die Älteren dann mehr kosten. Und es schlägt sich ja eindeutig im Ergebnis nieder. Also, Fazit, Schafe lohnt sich auf alle Fälle. Ich habe pro Stall 21.000 Gewinn. So teuer ist der Stall jetzt auch nicht. Also der ist innerhalb von wenigen Jahren dann abbezahlt. Und dann mache ich dauerhaft Profit. Und Schafe, die älteren Schafe zu kaufen, lohnen sich definitiv. Und es ist egal, welche Rasse ich kaufe. Ich kann die Rasse kaufen, die ich möchte. Da gibt es keinen Unterschied. Die produzieren alle gleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr gerne über einen Daumen hoch freuen. Und teilt das Video auch gerne mit anderen, wo ihr denkt, die könnte es auch interessieren. Und dann macht's gut. Bis bald, euer Iltis. Ciao, ciao.